Hallo, Martin Meter hier. Heute erkläre ich euch, wie mittelalterlich manche Gesetze in Deutschland sind und in Indien. In Indien, genauer gesagt in Mumbai, steht eine Statue von Jesus am Kreuz. Im Jahr 2012 ereignete sich dort ein mysteriöses Phänomen. An den Füßen der Jesus-Statue sammelten sich aus scheinbar unerfindlichen Gründen Wassertropfen. Viele Gläubige sahen darin ein Wunder und es sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Einige hielten das Wasser für die Tränen Jesu und sprachen ihm eine heilende Wirkung zu. Manche Gläubige hatten es sogar aufgefangen und getrunken. Später stellte sich allerdings heraus, dass das Wasser aus einem verstopften Abflussrohr einer Toilette in der Nähe der Statue stammte. Durch den Kapillareffekt wurde das ausgetretene Wasser des Rohrs nach oben gesogen und gelangte so über den Sockel der Statue und über das Holzkreuz zur Statue. Das bestätigt einmal mehr die aufgeklärte naturalistische Weltanschauung. Es gibt für alles eine natürliche Erklärung, auch wenn man sie vielleicht nicht sofort findet. Deshalb ist es keine gute Idee, bei einem unerklärlichen Phänomen zu sagen, ich weiß es ist etwas Übernatürliches. Viel vernünftiger ist es, zu sagen, ich weiß es nicht, und dann nachzuforschen. Die Wahrheit, die dadurch ans Licht kommt, ist zwar manchmal nicht schön, aber es ist besser, die Wahrheit zu kennen, als sich Illusionen hinzugeben. Wenn man dagegen eine übernatürliche Ursache annimmt, dann hat man nur eine Scheinlösung gefunden und glaubt, man müsse nicht weiter nachforschen. Der Glaube an das Übernatürliche hindert einen daran, die wahre Ursache zu suchen und zu finden. Der Glaube an das Übernatürliche hält die Menschen im Dunkeln, gefangen in einer realitätsfernen Fantasiewelt, aus der es fast kein Entkommen gibt, außer durch aufgeklärtes Wissen und logisches Denken. Wie verbreitet der Glaube an das Übernatürliche ist und zu welcher Realitätsferne er führt, zeigt auch das traurige Nachspiel der Geschichte. Der Inder, der die natürliche Ursache der Wassertropfen aufgedeckt hatte, wurde nicht etwa belohnt dafür, dass er die Menschen davon abgehalten hatte, ungesundes Wasser aus dem Abflussrohr zu trinken? Ich kenne den genauen Wortlaut seiner Veröffentlichung nicht, aber unter anderem soll er die katholische Kirche als wissenschaftsfeindlich bezeichnet haben. Offenbar hatten sich wohl einige katholische Laienorganisationen durch seine Aufklärung beleidigt gefühlt. Sie erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das indische Blasphemiegesetz. Als Dank für seine Aufklärung droht ihm deshalb eine 3-jährige Gefängnisstrafe. Der aufklärende Inder konnte zum Glück ins Exil nach Europa fliehen, wo er bis heute lebt. An eine Rückkehr nach Indien ist nicht zu denken. Das fortschrittsfeindliche Blasphemiegesetz und der Haftbefehl gegen ihn sind nach wie vor in Kraft. Und bevor jetzt ein Deutscher abfällig auf die Inder herabschaut, bei uns gibt es ein ganz ähnliches Gesetz, den Paragraphen 166 des Strafgesetzbuchs, das ebenfalls eine Strafe bis zu 3 Jahren Gefängnis vorsieht. Und auch bei uns wird dieses Gesetz benutzt, um Zensur zu betreiben und Religionskritiker zum Schweigen zu bringen. So hatte der Philosoph und Musiker Michael Schmidt-Salomon Anfang der 90er Jahre ein religionskritisches Musical geschrieben. Es heißt das Maria-Syndrom und nimmt die Jungfrauengeburt Jesu aufs Korn, mit stellenweise recht derbem Humor. Zwar wusste man auch schon in den 90ern, dass der Glaube an die Jungfrauengeburt nur auf einem biblischen Übersetzungsfehler beruht. Humorvoll kritisieren darf man das aber trotzdem nicht. Die Aufführung des Musicals wurde 1994 gerichtlich verboten, und zwar aufgrund des besagten Paragraphs 166 des deutschen Blasphemie-Paragraphen. Bei Wikipedia gibt es eine Weltkarte, in der die einzelnen Länder eingefärbt sind, je nachdem, wie extrem die Gesetzgebung auf satirische Religionskritik reagiert. Dunkelrot bedeutet Todesstrafe, dunkles Orange bedeutet Gefängnisstrafe, helles Orange bedeutet Geldstrafen und Beschränkungen, gelb bedeutet lokale Beschränkungen und grau bedeutet kein Straftatbestand. Die im neutralen Grau dargestellten Länder schützen mit ihren Gesetzen die Gläubigen genauso wie die Ungläubigen vor Beleidigung. Nicht mehr und nicht weniger. Zu diesen neutralen Ländern gehören Kanada, USA, Neuseeland, Spanien und Frankreich, ja sogar Vatikanstadt. Dort gibt es keine gesetzliche Extrawurst für religiöse Fanatiker, die sich beleidigt fühlen.
In den eingefärbten Ländern dagegen ist der Gesetzgeber der Meinung, dass religiöse Menschen einen stärkeren Schutz bräuchten als nicht-religiöse. Deutschland und Indien haben die gleiche Einfärbung, nämlich die zweitschwerste, dunkles Orange. Das bedeutet in beiden Ländern, wenn sich jemand durch satirische Religionskritik beleidigt fühlt, droht dem Kritiker eine dreijährige Haftstrafe. In gewisser Weise kann die Einfärbung als Indikator für die Mittelalterlichkeit eines Landes angesehen werden, zumindest was die Gesetzgebung betrifft. So gesehen kann man sagen, dass Deutschland zu den mittelalterlichsten Ländern der EU zählt, neben dem erzkatholischen Polen. In Deutschland dürfte das hauptsächlich daran liegen, dass Staat und Kirche auf vielfältige Weise miteinander verflochten sind. Kirchlicher Religionsunterricht findet an staatlichen Schulen statt. Vertreter der Kirche sitzen im Rundfunkrat und kontrollieren so das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Der Staat dient der Kirche als billiger Eintreiber der Kirchensteuer. Kindergärten, Krankenhäuser und Pflegeheime werden zwar staatlich finanziert, aber kirchlich kontrolliert. Und last but not least, all die kirchennahen Politiker, die eine Kriminalisierung der Sterbehilfe in Deutschland herbeiführen wollen und dabei verfassungswidrig handeln, wie ein Urteil aus Karlsruhe Anfang 2020 ergeben hat. Wenn ihr euch aktuell zu diesen Themen informieren wollt, dann empfehle ich euch unbedingt den Ketzer-Podcast hier auf YouTube. Dort werden solche Themen sachkundig und oft ziemlich unterhaltsam durchleuchtet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch mein Buch empfehlen, Die Befreiung des Denkens. Dort wird die Sichtweise des Naturalismus von Grund auf erklärt, eine Art Katechismus der modernen Aufklärung, wenn man so will. Einen Link zu einer Leseprobe findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt vernünftig und danke für eure Aufmerksamkeit.